Und herzlich willkommen zurück. Und damit darf ich euch wieder begrüßen und zu unserem Keynote begrüßen. Als nächstes kommt jetzt unser Keynote-Speaker Chris Frauenberger, der uns etwas über die digitale Technologie erzählen wird, die unser Leben verändert, nachhaltig und die Nachhaltigkeit, die wir als Entwickler, Softwarearchitekten auch übernehmen sollten und nicht nur sagen können, ich habe es nur programmiert. Damit möchte ich an Chris übergeben und wünsche euch viel, viel Spaß mit seinem Vortrag. Ja, herzlich willkommen an alle. Es freut mich sehr, dass ich heute an diesem Virtual Dev Day dabei sein kann. Gleich vorneweg ein großes Dankeschön an das Organisationsteam, die das möglich gemacht haben. Der Titel meines Talks heute ist "Ich hab's nur programmiert" und der Untertitel heißt "Wird zu wenig sein". Und ich werde versuchen, heute ein bisschen Werbung dafür zu machen, dass wir uns als Technologen, als Gestalter digitaler Technologie und als Programmierer unserer gesellschaftlichen Verantwortung vielleicht ein bisschen mehr bewusst werden und diese auch möglichst effektiv wahrnehmen können. Ich möchte die Keynote vielleicht mit einer nicht digitalen Geschichte eröffnen. Robert Moses war ein Stadtplaner und Architekt in den 60er Jahren in New York und hat dort im großen Stil Städteplanung betrieben und ist berühmt geworden für seine Highways und seine Brückenkonstruktionen. Er war aber auch eine sehr kontroversielle Figur, vor allem seiner Brücken wegen, weil einige der Highways, die er gebaut hat, und vor allem die, die an die schönsten Strände der Stadt geführt haben, alle bewusst oder unbewusst so nieder waren, dass nur einzelne PKWs durchgepasst haben, aber keine Busse. Und zu der Zeit, in den 60er Jahren in New York, war das sowas wie eine klare Rassentrennung. Das heißt, die ärmere, vorwiegend schwarze Bevölkerung aus New York ist hauptsächlich mit dem Bus unterwegs gewesen und konnte so eigentlich kaum an diese schönen Strände gelangen, während die etwas reichere weiße Mittelschicht und Oberschicht mit ihren neuen Autos eben ganz leicht dorthin gelangt sind. Es ist ein sehr frühes und, glaube ich, auch ein sehr einprägsames Beispiel dafür, dass Technologie, in diesem Fall eben Brücken, nie gesellschaftlich neutral wirken, sondern auch immer die Machtgefüge und die verschiedenen Unterschiede zwischen Menschen prononziert haben oder neue Unterschiede geschaffen haben. Und ich glaube, das ist ein recht gutes Beispiel dafür, wie digitale Technologie eben auch in unserer Gesellschaft wirkt. Interessante Ironie der Geschichte ist natürlich, dass diese Brücken mittlerweile so niedrig sind, dass die ganz großen Suffs von den sehr reichen Leuten dort auch kaum mehr durchpassen und jetzt wieder eher die Leute, die kleine Autos haben, da durchpassen und Zugang zu den schönsten Stränden der Stadt haben. Ja, Technologie ist also nie neutral und genauso wie die Geschichte dieser Brücke spiegelt sich das natürlich in vielen Geschichten wider, die wir jetzt in der Zeitung lesen. Das ist ein Artikel, der jetzt mittlerweile ein Jahr alt ist, wo es um Objekterkennung gegangen ist und man festgestellt hat, nachdem die ersten selbstfahrenden Autos Unfälle produziert haben, es hat einen sehr prominenten Fall mit Tesla natürlich gegeben, der eine Radfahrerin nicht erkannt hat, falsch klassifiziert hat und das ist und zu einem tödlichen Unfall geführt hat. Hier wird ganz offensichtlich, dass das Versprechen der selbstfahrenden Autos, die ja sicherer im Schnitt sein soll, eben nicht für alle sicherer ist, sondern für weiße Männer vor allem sehr viel sicherer, aber für Menschen mit dunklerer Hautfarbe sehr viel weniger sicherer. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dieser digitalen Umstrukturierung von Machtverhältnissen um und wie kann man das politisch bewerten? Und vor allem auch, wo liegt die Verantwortung, die wir als Erschaffer dieser digitalen Technologie damit auch haben? Das ist die dazugehörige Studie, die letzten März herausgekommen ist, die eben Personen mit dunklerer Hautfarbe
attestieren, dass sie viel schlechter erkannt werden als von den gängigen Algorithmen, die in selbstfahrenden Autos eingesetzt werden. Nicht nur wurden Frauen allgemein schlechter erkannt, steht hier geschrieben, und mit Männern verwechseln, sondern vor allem dunkelhäutigere Frauen. Und das ist schon ein Problem. Hier ist noch einmal die englische Studie dazu. Und solche Fälle kann man sich natürlich jetzt fast jede Woche in irgendeinem Magazin oder in irgendeiner Zeitung herauspicken. Eine Kollegin von mir, die Casey Fiesler, die mit mir in dem ACMCK Ethics Committee arbeitet, hat sich einmal die Mühe gemacht, nur einfach ein paar Folien zusammenzustellen. Da war die Frage von Unroll Me, die das ja eine Plattform gewesen ist, um sein eigenes Leben irgendwie zu anklattern und dann die Daten an Uber verkauft hat, WhatsApp, Shared-User-Daten, wir kennen das hinlänglich, das berühmte Facebook-Experiment zur emotionalen Ansteckung kann man hier vielleicht auch erwähnen, diese Studie, die Facebook gemacht hat, wo 900.000 Benutzer von Facebook unwissentlich teilgenommen haben und wo sich festgemacht hat, dass Facebook mit der Manipulation der Timeline auch die emotionale Stimmung der User sehr eindeutig verändern und manipulieren kann. Facial Recognition Biases sind mittlerweile ja in aller Munde, ganz viele Beispiele dazu. Und natürlich das große Beispiel Cambridge Analytica und die Manipulation von verschiedenen Wahlen oder Abstimmungen in verschiedenen Ländern. Der Brexit wird oft genannt als eines der Paradebeispiele dafür. Aber natürlich auch die Wahlen in den USA und vielleicht auch die Wahlen, die jetzt kommen werden, werden hier auf diesem Datenfeld vielleicht mitentschieden werden. Bevor wir vielleicht noch weiter reden darüber, wie die Interaktion zwischen digitaler Technologie und gesellschaftlichen Auswirkungen sich manifestiert, möchte ich mal so ganz kurz eine ausschweifen und drüber reden, was sind denn die gängigsten Ausreden, mit denen sich Technologien hier oder mit denen sich Technologen hier aus der Verantwortung stehlen. Möchte damit mit einer Geschichte beginnen, die ich bei meiner allerersten akademischen Konferenz erlebt habe. Viele Jahre ist das her, wo es darum gegangen ist, dass ein neuartiges, damals war das neu, System vorgestellt worden ist, das in Österreich Handyparken hieß und mit dem man über das Handy einen Parkschein beziehen hat. Konnte. Und das wurde mit viel Pomp und Trara sehr eindrucksvoll dort auf dieser Konferenz präsentiert und die technischen Details diskutiert. Und auf meine Frage hin, wie denn das mit Positionsdaten und Bezahldaten ist und was diese Informationen, wo diese Informationen vielleicht abgelegt werden würden und was man damit alles machen könnte, war die Auskunft, dass eigentlich, doch wenn Sie mit einer Kreditkarte zahlen, das sowieso schon in allen Kanälen drinnen steckt und deswegen ist es eh schon egal, was wir dazu noch machen. Das ist eine sehr gängige Ausrede, um sich etwas schön zu reden. Wenn es alle schon so machen, dann ist es eh schon egal, wie ich Daten benutze und deswegen kann ich das ruhig auch so machen. Eine zweite sehr interessante Ausrede, und das ist vielleicht auch in meinem Eingangsslide vielleicht ganz gut herausgekommen, ist diese Aussage, ich wusste ja nicht, wofür es verwendet wird. Und im Prinzip ist das eines dieser Statements, die auf dieses ethische Grundproblem zurückgehen, Guns don't kill people and people kill people. Die ja auch von der NRA zum Beispiel, der National Rifle Association in Amerika recht stark bemüht wird. Und natürlich ist das, glaube ich, grundlegend falsch. Dinge sind nicht neutral.
Ein Hammer ist dafür gemacht, um Nägel einzuschlagen, und eine Pistole ist dafür gemacht, um zu schießen. Und man kann sowohl mit einem Hammer jemanden umbringen, als auch mit einer Pistole vielleicht einen Nagel einschlagen. Aber die Intention der Gestaltung ist bei beiden Objekten doch eine ganz unterschiedliche. Und hierin liegt, glaube ich, auch ein gutes Stück der Verantwortung der Gestaltung solcher Dinge. Ja, eine andere Ausrede, die oft bemüht wird, ist die, es war einfach eine andere Zeit. Und hier muss man wahrscheinlich tatsächlich das als gültige Entschuldigung manchmal verwenden. Ich glaube, dass sich in unserer schnelllebigen Zeit tatsächlich soziale Normen und auch das Bewusstsein für die Interaktion zwischen Technologie und Gesellschaft so schnell verändern, dass es nicht immer ganz klar ist, wie sich das in Zukunft verändert. Entwickelt und gewisse soziale Normen vielleicht sich innerhalb einer Dekade so weit verändern, dass Dinge, die vor 10 Jahren noch möglich waren, heute tatsächlich sehr verpönt sind. Dennoch glaube ich, schließt das nicht aus, dass wir kritisch darüber nachdenken können, wenn wir Technologien entwerfen, welche sozialen Normen denn wir damit eigentlich auch verstärken. Eine andere, wohl auch teilweise gerechtfertigte Ausrede ist, ich habe nur gemacht, was mir gesagt wurde. Ich glaube, wir stecken alle in verschiedenen Situationen, in denen es darum geht, eine Familie zu ernähren oder auch unseren Job zu behalten, der Abwägungen benötigt, wie viel man quasi seinen eigenen ethischen Richtlinien folgen kann und wo seine eigenen ethischen roten Linien wären, die man nicht bereit ist zu überschreiten und bis zu denen man vielleicht Kompromisse eingeht. Aber natürlich ist dieses Scheuklappendenken, das wir in ganz vielen Umfragen auch gesehen haben, dass man vielleicht privat sehr starke Ideale und Werte vertritt, die man aber dann nicht in die Arbeit mitnimmt und vielleicht sogar das Gefühl hat, dass diese sehr subjektiven Wertevorstellungen mit Arbeit nichts zu tun haben dürfen. Das ist eine sehr, sehr beliebte Ausrede von großen Technologiekonzernen, wo die meist vor einem zusammenbrechenden Haus stehen und sagen, es ist alles in Ordnung, wir haben alles im Griff, und man dann immer wieder erstaunt ist über das Chaos, das dahinter ausgebrochen ist. Also hier ist vielleicht auch ein gewisses Manko an Transparenz ein großes Problem. Das ist ein Bild, das ich ganz besonders gern mag. Das ist entstanden während der Hearings von Mark Zuckerberg vor dem amerikanischen Kongress. Und wenn man sich die Gesichter der ersten Reihe hier ansieht mit den Kernaussagen von Mark Zuckerberg verbindet, dass sie A, nichts zu verbergen haben und B, ja eigentlich nur eine Plattform sind, die eine Dienstleistung anbieten und auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise ein Medienunternehmen, dann ist das schon sehr interessant, wenn man jetzt in den Gesichtern liest, welches verschmitzte Lächeln die Herrschaften hier aufsetzen. Ja, gehen wir ein bisschen weiter und in der Erkundung, wie denn so dieses Wechselspiel zwischen Technologie und gesellschaftlichen Auswirkungen sich abspielt. Ich glaube, alle haben mittlerweile von diesem Trolley-Problem gehört. Vor 10 Jahren war das noch ein rechtes Nischenprogramm für ethische Philosophen, die darüber nachgedacht haben, wie kann man denn ethische Probleme so formulieren, dass man konstruktiv über Moralvorstellungen nachdenken kann. Seitdem wir über das Problem autonome Autos nachdenken, ist dieses Trolley-Problem in der breiten Öffentlichkeit angelangt. Es gibt verschiedene Varianten davon, die hier ein bisschen aufgelistet sind. Das übliche Problem ist das allererste, das Switch. Sie stehen an einer Weiche und ein Zug kommt und tötet entweder 1 oder 5 Menschen und Sie können die Weiche rechtzeitig umstellen. Das zweite ist
eine interessante Abwandlung davon. Sie stehen auf einer Brücke und vor Ihnen ist ein sehr großer Mann, the Fat Man heißt hier auf Englisch, und Sie könnten den Zug stoppen, indem Sie diesen Mann auf die Gleise werfen und dadurch den Trolley stoppen und 5 Menschenleben retten. Interessant ist, dass hier dieser aktive Tötungsvorgang, der sehr direkt mit dem Mann, mit dem Hinunterstürzen von diesem Mann zu tun hat, dann die Moralvorstellungen und das, was die Menschen, wozu sich die Menschen entscheiden, was sie tun, eigentlich recht stark verändert. Ne? Obwohl sie oben natürlich auch genau direkt einen Menschen töten, ist der direkte Akt des Hinunterwerfens dann schon ganz anders. Wieder ganz anders verhalten sich Menschen, wenn man ihnen erklärt, dass dieser wohlbeleibte Mann auf der Brücke ein gesuchter Verbrecher ist und vielleicht mehrere Menschen schon ermordet hat. Also hier gibt es ganz viele Facetten einer moralischen Abwägung, die Menschen dazu bewegt, sich für etwas anderes zu entscheiden. Wie gesagt, das hat großen Einfluss genommen darauf, auf die Debatte, was sollen denn autonome Autos denn jetzt so machen, wenn sie in Situationen kommen, in denen sie solche existenziellen Entscheidungen übernehmen müssen. Und je nachdem, welche ethische Gedankenschule sie verfolgen, haben sie verschiedene Möglichkeiten. Da unten sehen Sie 4, also repräsentativ für 4 verschiedene ethische Moralvorstellungen, Leute abgebildet von Aristoteles über Kant und Jeremy Bentham, die alle verschiedene Perspektiven bedienen. In der Technologie muss man sagen, dass sich vor allem so ein bisschen der Utilitarismus von Jeremy Bentham irgendwie durchgesetzt hat, der sich in der Technologie am meisten wohl einprogrammieren lässt, der davon ausgeht, dass das Wohlergehen des Durchschnitts oder das durchschnittliche Wohlergehen der breitesten Masse maximiert werden muss. Also man macht das, was für die meisten Menschen am besten ist. Und diese Idee des Utilitarismus ist natürlich führt zu einer Gesellschaft, die ganz besonders für Minderheiten oder Leute, die nicht in diesem Mainstream zu Hause sind, zu einer sehr unangenehmen Gesellschaft wird. Das Screenshot hier ist von einem Projekt des MIT, das heißt Moral Machine, das versucht hat, genau diese Moralvorstellungen von Menschen zu fast in einem Big-Data-Ansatz zu quantifizieren und hat da über ganz viele verschiedene Szenarien versucht herauszufinden, was denn Menschen machen würden, und aufgrund dieser Entscheidungen und auf dieser quasi die Ethik crowdgesourced und aufgrund dieser Daten dann AI-Systeme zu bauen, die diese Ethik in sich aufnehmen und dann eben so entscheiden, wie es der große Durchschnitt der Menschen tun würde. Hier ist eine Fragestellung, ob sie lieber 3 ältere Männer oder 3 Männer töten würden, die im Auto sind oder auf einem Zebrastreifen. Als beginnender älterer Mann macht mich das zunehmend nervös, muss ich sagen. Das ist eines der Outcomes dieses Projektes, die vor allem kulturelle Unterschiede festgestellt sind. Die Franzosen sind anscheinend sehr stolz darauf, dass sie den größten Peak dort haben, dass man Frauen möglichst verschont. Aber was auch sehr auffällig ist, ist dieser Ost-West-Gegensatz. Älteres Leben scheint im Osten oder in östlicheren Kulturen viel mehr schützenswert als in westlichen, wo vor allem Kinder einen sehr hohen Stellenwert besitzen. Und man muss sich fragen, ob man nicht vielleicht dann in eine Zukunft steuert, in der man die Moralsettings seines Autos beim Grenzübergang vielleicht ändern müsste, damit man hier quasi den lokalen Gebräuchen Rechnung trägt. Und ob wir das wollen. Bei all dem muss man sich irgendwie schon fast die Frage stellen, ob das jetzt nicht so ein Versuch ist, das schnell zu machen, weil gerade diese Entscheidung, ein Auto
braucht, das jetzt gerade auf der Straße ist und vor dieser Entscheidung steht. Und da kommen wir natürlich wieder zurück auf diesen Artikel aus dem Guardian, wie das mit Rassismus zusammenhängt und wie unterschiedlich diese Objekterkennungen dann für unterschiedliche Gruppen auch stattfindet und dass das auch noch eine ganz wichtige Dimension in der Entscheidung ist. Ne? Also zum Beispiel in dieser Moral Machine war auch irgendwie so die Frage, würden Sie einen Obdachlosen oder einen sehr reichen Banker durch Ihre Entscheidung töten? Und hier haben sich auch ganz interessante kulturelle Unterschiede ergeben. An unserem eigenen Institut, an der TU Wien in Österreich, haben wir letztes Jahr eine Gödel-Lecture gehabt von Oren Etzioni vom Allen Institute for AI und er hat was gesagt, was mich sehr ja, fast bestürzt hat. Der hat irgendwie so gesagt, naja, es ist it's the absence of AI technologies that is already killing people. Und hier wird so diesem Utilitarismus Ausdruck verliehen, der ganz vielen ethischen Entscheidungen in digitaler Technologie zugrunde liegt, wo es darum geht, einfach für die Masse oder den Durchschnitt, den Mainstream, den vor allem zu bedienen und dort die ethischen Auswirkungen zu minimieren oder das Wohlbefinden zu maximieren. Und dafür in Kauf zu nehmen, dass Menschen, die nicht in diesem Mainstream sind, durchaus jetzt im Falle von selbstfahrenden Autos zu Schaden kommen könnten. Als kleinen Kontrapunkt dazu möchte ich auf ein Paper verweisen von Nassim Shafari Naimi. Das heißt, Our Bodies in the Trolley Path or Why Self-Driving Cars Must Not Be Programmed to Kill. Wenn man diese Frage der Minimierung der Verkehrstoten tatsächlich ernst meinen würde, dann würde man doch wahrscheinlich als allererster mal drüber nachdenken müssen, wie viele Autos denn eigentlich auf der Straße sind. Und sie schreibt hier auch, man muss eben über dieses dominante utilitaristische Framing vielleicht hinausdenken und sich einen Gedanken darüber machen, über welche Dinge wir hier tatsächlich sprechen, ob es jetzt wirklich der körperliche Schaden ist oder ob es jetzt eigentlich nur eine Statistik von Verkehrstoten ist. Und dass diese Statistik der Verkehrstoten in ihrer Verallgemeinerung natürlich genau diese vielen Ungerechtigkeiten, wie es zum Beispiel zwischen Hautfarbenerkennungsmuster von Algorithmen, die diese abbilden, diese Ungerechtigkeiten werden von so einer Statistik natürlich absolut überdeckt. Und wenn man wirklich ernsthaft quasi über Verkehrstote nachdenken will, dann gibt es, wie gesagt, glaube ich, sehr viel mächtigere Hebel, um diese Verkehrstoten zum Beispiel herunterzufahren. Ein anderes Themengebiet, das, glaube ich, sehr prominent ist, das ist ein recht alter Artikel aus dem Jahr 2016, das ist die Frage nach dem Predictive Policing, also können wir Verbrechen anhand von großen Datenmengen vielleicht schon voraussehen und diese so verhindern. Dazu gibt es einen sehr interessanten Artikel, der versucht aufzudecken, welche Auswirkungen dieses Predictive Policing auf verschiedene Communities hat. Und hier wird vor allem berichtet, dass das so eine Spirale in sich birgt. Je mehr Predictive Policing in einer gewissen Community greift, desto mehr Crime wird dort natürlich auch festgestellt, weil man mehr Polizisten hat und deswegen auch viel kleinere Verbrechen sofort zur Anzeige kommen und der Algorithmus dann sagt, wir müssen noch mehr Polizisten dorthin schicken, weil das ist ein Hotspot. Und so entstehen, wie zum Beispiel in den USA, diese Zip-Codes, mit denen man auf keinen Fall mehr irgendeinen Kredit bekommen kann, weil man aus einer Gegend kommt, die durch Verbrechen gekennzeichnet ist und einem seine eigene Credit History oder auch seine Hauspreise oder etc. In den Keller treibt. Und
Das ist so ein bisschen wie eine self-fulfilling prophecy, ne? Wo dieses Predictive Policing tatsächlich ganze Communities zerstört. Ganz ähnlich, Sidewalk Toronto ist ein Projekt von Google gewesen. Sie haben sich jetzt vor zwei Monaten, glaube ich, haben sie sich endgültig daraus zurückgezogen. Hier fällt auch zum ersten Mal dieses Wort Surveillance Capitalism. Die Datenschutzbeauftragte von Toronto ist über dem Projekt zurückgetreten. Ein anderes Beispiel, das ich sehr bemerkenswert finde, ist die Aussage von Donald Trump, man könnte doch Fitbit-Daten dazu verwenden, um die Mass-Shootings in Amerika zu bekämpfen. Ich würde dem Donald Trump jetzt mal unterstellen, dass er sich das nicht selber ausgedacht hat, sondern dass er das durchaus aus Silicon Valley gehört hat. Wie mächtig denn Fitbit-Daten oder überhaupt Quantified Self-Daten sind in dem Profiling von Menschen und was man denn alles über Menschen sagen kann. Und die Idee, dass man hier, das ist fast so wie diese Predictive Policing-Idee, die Idee, dass man hier quasi psychisch labile Menschen quasi schon im Vorhinein beobachtet, damit es nicht zu solchen Mass-Shootings kommt, ist genauso absurd wie mit diesem selbstfahrenden Auto. Also wenn man sich wirklich um die Mass-Shootings Sorgen macht, dann müsste man vielleicht auch dieses Thema Waffenbesitz in Amerika vielleicht angehen. Ich werde über das Beispiel vielleicht ganz kurz noch drüber gehen. Die Zeit verrinnt sehr schnell. Superhuman war ein E-Mail-Client, der angeboten hat, dass man sieht, wann die E-Mail vom Empfänger gelesen worden ist und nicht nur wann, sondern auch wie oft und wo. Und das hat man mit einem versteckten Spy-Pixel gemacht, das immer wieder quasi über den Server abgefragt worden ist, wenn man diese E-Mail aufgemacht hat. Und hier ist ein Begriff in einer Twitter-Konversation dann aufgekommen, den ich sehr interessant finde, und der ist die Ethical Trajectory. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, das vor allem für Entwickler von Apps oder Programmierern und Gestaltern von Technologie ein sehr, sehr wichtiges Thema, sich zu überlegen, wo ist denn meine ethische Trajektorie, wohin geht das, wenn ich das weiter betreibe. Was natürlich am Anfang sehr praktisch ausgeschaut hat, entwickelt sich ganz schnell zu einem Überwachungstool. Ganz ähnlich verhält sich es hier zum Beispiel mit Human Eyes. Das ist eine Firma, die Badges für Mitarbeiter anbietet und vor allem für das Management dann ein Dashboard, wer mit wem spricht in einem Open Plan Office, wie viel Zeit verbringt, wie funktioniert das Büro, wie kann man das umgestalten, wie funktionieren verschiedene Abläufe. Alles im Sinne der Optimierung, die sich durch Überwachung erkauft wird. Financial Times hat The Economist hat einen sehr guten Artikel darüber geschrieben und auch ein Video, das ich jetzt gerade aus Zeitgründen nicht spielen werde, aber es lohnt sich hier ein bisschen zu recherchieren, und es ist wirklich unglaublich, was man in Amerika heutzutage alles schon tun kann. Ich war vor einem Jahr auch auf der IoT Week in Aarhus in Dänemark, und da hat mich ganz besonders eine Zahl sehr überrascht und schockiert eigentlich. Das ist nämlich die Zahl 125 Milliarden Connected IoT Devices werden in 2030 erwartet. Das heißt, die Branche rechnet damit, dass es, je nachdem, wenn man das auf die Bevölkerung hochrechnet, dass es über 15 vernetzte Geräte pro lebenden Mensch auf dieser Erde sind. Und das in mittlerweile weniger als einer Dekade. Und es stellt sich schon die Frage, was diese 15 Geräte pro Mensch in unserer Welt machen sollen. Vielleicht ist es auch so, dass wir uns Gott sei Dank dann um unsere Arbeitsplätze keine Sorgen mehr machen müssen, weil irgendwer muss für diese 15 Geräte ja wahrscheinlich die Batterie wechseln oder sie an ein Netzwerk anschließen. Aber es ist schon die Frage, in welcher Welt wir dann leben, wenn wir, was wir das,
Geschäftsmodell, das wir jetzt aus dem Internet kennen und über unser Browserverhalten, das monetisiert wird, wenn wir das umlegen auf die Welt von IoT, in dem jeder Mensch mit 15 Geräten zu tun hat, die verbunden und vernetzt sind und Daten aufnehmen, wie viele Daten werden da produziert, was kann man über uns wissen? Und im gleichen Atemzug natürlich auch, wie viel Daten werden produziert, gespeichert und welchen ökologischen Fußabdruck hat das? Hier sind ein paar so Studien gesammelt, die davon sprechen, dass in 2020 die globalen Emissionen, die der Luftfahrt und der Schifffahrt übersteigen, rein von dem, was an Datencentern und am Betrieb unserer elektronischen Netzwerke gebraucht wird. Und eine andere Studie aus Berkeley hat in dem Zeitraum von 2015 bis 2020 zum Beispiel einen zusätzlichen Elektrizitätsverbrauch von 100 Terawattstunden prognostiziert, was ungefähr 10 großen Atomkraftwerken entspricht. Also hier sind schon Dimensionen am Spiel, wo man sich fragen muss, vielleicht ist Smart Technology tatsächlich weniger Technologie smarter eingesetzt. Hier kommt noch kurz das Beispiel Stephen Konziewski, der diese berühmte Studie gemacht hat, was man über 68 Facebook-Likes alles über die Benutzer auf Facebook aussagen kann. Also mit 68 Facebook-Likes hat er damals in einer Studie gezeigt, dass er mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit die sexuelle Orientierung als auch die politische Gesinnung herausbekommen kann. Und wenn man sich das jetzt vorstellt in diesem Model of Targeted Advertising, wo das ja rauskommt, wo es um Sammeln, Vernetzen, Modellieren und dann um die Herauskristallisierung von Target-Gruppen geht, wenn man sich das vorstellt, wenn man das hochskaliert von einem Modell, das eben im Internet basiert, zu einem Modell, das mit IoT funktioniert. Hier geht es noch um Information Exposure von IoT-Devices, auch eine sehr interessante Studie, wie viele Daten hier geleakt werden. Ich glaube, die Message hier ist, die algorithmische Überwachung ist allgegenwärtig. Ich empfehle jedem, das Buch von Shoshana Zuboff zu lesen, The Age of Surveillance Capitalism, die das sehr kleinteilig und sehr gut recherchiert, nachverfolgt, wie dieses System entstanden ist. Und das andere Buch, für das ich hier noch ganz kurz Werbung machen will, ist Weapons of Mass Destruction von Cathy O'Neill. Deren Grundaussage eigentlich auch ist, dass das Grundproblem von vielen Maschinen, Machine Learning Algorithmen und dem verbundenen Bias gar nicht mal so der Bias oder die Daten, also der Bias in den Daten ist, sondern auch schon einmal von vornherein die Ziele der Modellierung. Das heißt, was messe ich, was optimiere ich, welches Verhalten erzeuge ich dabei? Und deswegen bin ich immer ein bisschen hellhörig, wenn AI-Exponenten sagen, na, da müssen wir einfach nur bessere Daten haben, dann verschwindet dieses Problem. Ich glaube, dass das nicht verschwinden wird. Gut, zum Schluss meines Vortrags möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, was sind die Strategien für uns, wie wir in dieser technologischen Welt vielleicht Unterschiede machen können. Das eine ist, und da bin ich ganz besonders froh, dass ich heute auf dem Dev Day sprechen kann drüber, programmieren können ist eine Macht. Man hat das vor ein paar Jahren gesehen, wie Google aus zwei Drohnenprojekten ausgestiegen ist, auf Druck der eigenen Belegschaft. Firmen wie Google oder Facebook oder GAFA, ganz generell der Big Five, scheren sich relativ wenig um 1 Million User. Das ist im Vergleich zu dem, was sie an Userbase haben, wahrscheinlich sehr gering. Aber wenn 200 ihrer besten Programmierer aufstehen und sagen, wir verlassen diese Firma, wenn wir diese unethischen Praktiken weitermachen oder wenn wir dieses Projekt, zum Beispiel autonome Waffensysteme, weiterverfolgen, dann haben 200 Programmierer durchaus die Macht,
einen Konzern, einen Weltkonzern wie Google auf eine andere Schiene zu setzen. Und ich glaube, das ist ein besonderes Privileg von uns Technologisten oder Programmierern, die wir hier gesellschaftliche Verantwortung übernehmen können. Ein anderes Projekt, das Project Elias, meine Kamera ist leider dort ganz kurz drüber, vielleicht kann ich das kurz zeigen. Nein, kann ich nicht. Das Project Elias, Björn Kamann und Dirk Knudsen haben hier einen Parasiten gebaut, der auf einem Google Home Gerät drauf sitzen kann und der von oben ein Mikrofon hat, unten einen kleinen Lautsprecher und Dinge für Google übersetzt. Und auf einmal kann man mit diesem Parasiten Google Home dazu bringen, dass man zum Beispiel den Google Home Assistenten einem anderen Namen gibt, was jetzt Google nicht erlaubt, weil Google will, dass man jeden Tag 10-mal Google sagt. Aber mit diesem Parasiten kann man diesem Google einen anderen Namen geben. Oder man kann sich hier zum Beispiel auch seine Privatsphäre sicherstellen, indem der Parasit weißes Rauschen nach unten abgibt und so sichergestellt wird, dass Google nicht mithören kann. Und so sind natürlich im Design, glaube ich, auch da liegt eine gewisse Kraft, sich zu überlegen, kann man kritisches Design machen, die solche Entscheidungen von großen Überwachungskonzernen kritisch hinterfragt und vielleicht thematisiert. Ganz aktuell haben sich einige Firmen dazu bekannt, auch im Bilde der Rassenunruhen in den USA, dass sie keine Facial Recognition Systeme mehr entwickeln, verkaufen oder an Law Enforcement weitergeben. IBM ist da zum Beispiel einer davon. Und das ist natürlich auch eine Power, öffentliche Meinung zu generieren und eine Debatte zu stellen, die dann so viel Druck erzeugt, dass Firmen Technologie im Sinne der Gesellschaft einsetzen. Das Gleiche hat Amazon gemacht. Es gibt bei beiden, kann man zynisch oder nicht zynisch sehen, es gibt bei beiden einige Hintertüren, wo sie dann doch diese Systeme dann vielleicht an verschiedene Akteure weitergeben können. Aber ganz generell finde ich, es ist interessant, dass so eine Kehrtwendung überhaupt passieren kann. Ich will nicht unerwähnt lassen, Joy Bolamvini ist eine der treibenden Kräfte hinter diesem Schwenk. Sie hat ganz viele Studien dazu gemacht. Hier eine aus 2018, die noch einmal so ganz offensichtlich macht, wie hoch die Unterschiede sind an der Erkennungsrate von verschiedenen Hautfarben und Menschentypen. Also bei 100% lighter males geht das hinunter bis zu unter 70% für darker females. Sie ist auch eine der Mitbegründerinnen der Algorithmic Justice League, auf die ich hier noch einmal ganz kurz verweisen will. Es tut sich also was in der Organisation von, ich würde jetzt mal sagen, Civil Rights oder Social Justice Organisationen, denen man sich durchaus als Programmierer und Technologe anschließen kann, um hier Veränderungen in der Gesellschaft herbeizurufen. Das andere Thema ist auch Partizipation. Ich glaube, das ist ganz wichtig, hier darüber nachzudenken, wie können wir Menschen in die Entwicklung von Technologie mit einbinden. Das, glaube ich, ist eines der produktivsten Formen, in der wir verhindern können, dass Technologie einseitig für eine kleinere Gruppe von Menschen nur gewinnbringend ist und für den Großteil der Gesellschaft einen großen Schaden bedeutet. Wie kann man sowas machen? Wir haben selbst in unseren Forschungsprojekten einmal mit so Formaten wie The Parliament of Smart Things gespielt und darüber nachgedacht, wie könnte man denn technologische Zukünfte gemeinsam verhandeln und wie kann man hier einen Schritt in die Technologie hinein machen, sodass sich Technologen als politische Akteure wahrnehmen und sich die Öffentlichkeit auch imstande sieht, in die Technologieentwicklung hinein Dinge zu reklamieren. Als letzter Hebel, den ich vielleicht noch vorschlagen
will, ist natürlich die Lehre. Ich bin an einer Universität. Wir nehmen pro Jahr 760 neue Informatikstudierende auf und die müssen sich alle in dieser Vorlesung Ways of Thinking in Informatics bei uns mit verschiedenen Arten und Sichtweisen auf die Informatik auseinandersetzen. Und da gibt es eben nicht nur Computational Thinking, sondern auch Design und Critical Thinking. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir hier auch jungen Menschen, die in dieses Gebiet hineingehen, eine Idee mitgeben, dass man über das, was man digital entwirft, auch kritisch nachdenken muss. Ja, und damit möchte ich schließen und freue mich auf die Fragen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Chris, für den sehr, sehr interessanten Vortrag. Es sind auch ein paar Fragen aufgetaucht. Die erste Frage ist Pflichtfach Ethik für alle technischen Berufe? Fragezeichen. Was hältst du davon? Also ich bin der Meinung, dass Ethik nicht nur ein Pflichtfach für alle technischen Berufe sein sollte, sondern ich glaube, dass wir in unserer ganz allgemeinen Schulbildung viel mehr darauf setzen sollten, dass wir ethisch gebildet sind, dass wir politisch gebildet sind, dass wir im Diskurs gebildet sind, dass wir miteinander umgehen können, dass wir eine Diskurskultur haben. Aber ja, natürlich, in den technischen Disziplinen ist es ganz besonders wichtig, aufgrund dieser privilegierten Stellung der Einfluss auf die Gestaltung der Technologie haben zu können, eine ethische Grundausbildung zu haben. Also wir versuchen das wirklich in allen unseren Studiengängen unterzubringen. Wenn geht, nicht als extra Fach, weil ich glaube, das ist etwas, das immer ein bisschen schwierig ist. Ne? Also da drüben ist die Ethik und das ist halt so das Soft-Skill-Ding, das man halt auch für den Abschluss braucht. Sondern wir versuchen das tatsächlich, ethische Betrachtungsweisen in möglichst alle anderen Fächer der Informatik einfließen zu lassen und immer wieder das Thema der ethischen Verantwortung mit einzubauen. Danke. Ja, die zweite Frage, das klingt alles recht dystopisch. Was macht dich optimistisch? Ja, es stimmt, es ist fast zu leicht, diese Folien zu machen. Ich mache ähnliche Vorträge jedes Jahr eben im Rahmen unserer Lehrveranstaltung und es ist fast zu leicht, solche dystopischen Berichte aus den Zeitungen zu nehmen und darüber zu reden. Was mich optimistisch macht, ist, dass wir durchaus eine Chance haben, diese technologische Entwicklung zu gestalten. Und ich glaube, hier gibt es ganz viele Hebel und ich habe versucht, einige davon in meinem Talk anzusprechen. Ich glaube, vor allem wir in der Informatik sind ganz besonders gefragt, hier diese Zukunft nicht in eine Dystopie abgleiten zu lassen. Ich glaube, wir haben es in der Hand. Ich glaube, das allgemeine Narrativ, das vor allem auch von der Politik bedient wird, dass die Digitalisierung jetzt kommt und wir müssen alle fit werden dafür und sonst werden wir von der Geschichte überrollt. Ich glaube, das ist nicht wahr. Ich glaube, die Digitalisierung ist etwas, was wir gestalten können. Und im Moment haben wir vielleicht nicht unbedingt immer diese Räume, in denen wir diese Gestaltung machen können. Aber ich glaube, wenn wir uns diese Räume schaffen können, dann können wir auch viel konstruktiver wieder darüber reden, was für Digitalisierung wir denn eigentlich wollen. Und das wäre so der erste Schritt dahingehend, um sich quasi auch diesem Narrativ zu entziehen, dass die Digitalisierung uns alle überrollen wird. Ich glaube, die Digitalisierung ist das, was wir daraus machen und das muss man predigen und leben und vielleicht in ganz viele Startups tragen. Und ich glaube auch gegenüber den großen Technologiefirmen, glaube ich, wird auch ein relativ starker Staat oder eine starke Europäische Union gefragt sein, die sich mehr emanzipiert und sich durchaus mehr selber zutraut, im Sinne von technologischen Infrastrukturen bauen, technologische Angebote zu schaffen, die unter demokratischer Hoheit gestaltet werden.
Ich glaube schon, dass wir daher eine Chance haben. Ich sehe das nicht als Arbeit auf verlorenen Posten, sondern ich glaube, wir können das. Ja, das ist ein ziemlich gutes Wort, dem kann ich mich nur anschließen. Wir müssen eigentlich immer auch für uns selbst die Verantwortung übernehmen, was die Gestaltung angeht. Eine weitere Frage. Gibt es Lösungsansätze, um den Bias in den Trainingsdaten grundsätzlich anzugehen? Beziehungsweise wie erkenne ich meine eigenen soziokulturellen Bias? Allein sich diese Frage zu stellen, ist aber schon einmal ein sehr guter Ansatzpunkt, ne? Also sich kritisch bewusst zu sein, dass keiner von uns ohne einen Bias in die Entwicklung hineingeht, ist, glaube ich, schon der erste Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Technologisch gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, sich solche Biases in Daten anzusehen. Es gibt auch technologische oder algorithmische Methoden, um diese Biases vielleicht auszugleichen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass diese Debatte rund um Bias in Daten auch ein bisschen ein Red Herring ist, weil sehr viele ethische Entscheidungen schon davor passieren. Nämlich allein in der Tatsache, was messe ich denn? Und für was will ich denn überhaupt Daten generieren? Also ob das jetzt zum Beispiel Performance von Lehrern ist, die man optimieren will, dann geht die ethische Entscheidung schon einmal da los, was messe ich denn? Und ob in diesen Daten dann ein Bias drinnen ist oder nicht, ist fast eine nachrangige Frage. Aber die vorrangige ethische, moralische Frage ist denn, woran mache ich denn das ab, ob ein Lehrer gut ist oder nicht? Und von dort weg werden schon ganz viele Biases quasi in technologischen Systemen systematisch einprogrammiert, die dann, wo die Biases in Daten vielleicht nur fast einen kleineren Teil ausmachen. Okay, Dankeschön. Die nächste Frage. Keine Zeit. Okay, dann haben wir noch zwei weitere Fragen. Die würde dann der Chris sich im Nachgang beantworten, schriftlich im Pad. Ich danke für alle Zuschauer und wünsche euch erstmal noch viel Spaß in der Pause. Gegen 14 Uhr geht es dann weiter mit dem nächsten Vortrag.